Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier bei Melody und den 9 Babys. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass wir Allison noch altern müssen. Das machen wir aber, wenn die Kids alle wieder wach sind und dann machen wir das in Ruhe, weil es ist mitten in der Nacht. Da Geburtstag haben ist immer ein bisschen kritisch, würde ich behaupten. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass die Samstag gealtert werden sollen, weil die jetzt ja donnerstags nachts gealtert, also geboren sind. Man könnte auch sagen, theoretisch Freitag, weil es ja nachts ist so, aber wir machen Samstag, wir machen hier ehrliches Leben und so. Ich habe heute übrigens auch keinen Bock auf Kopfhörer, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ist halt schon ein bisschen different so, ne? Aber was soll man tun? Außerdem muss ich jetzt ein bisschen vorproduzieren, deswegen wundert euch nicht, wenn ich dasselbe T-Shirt in mehreren Aufnahmen tragen sollte. Ich weiß noch nicht, wie viele es werden. Also es werden mindestens zwei, also Baby-Challenge und das Video für Mittwoch. Deswegen, bitte wundert euch nicht, wenn ich da gleich aussehe. Oh mein Gott, sie hat ganz knapp diese Fähigkeit noch nicht. Was soll das? Nein, das muss sie noch erreichen, sonst kann sie nicht zur Schule gehen. Er hat auch noch nicht Level 3. Oh mein Gott, aber das schafft er jetzt auch nicht mehr. Ist es seltsam, dass ich das Geräusch des Furzens mag? Ja. So, und dann können wir eigentlich Allison einfach wecken. Schon mal, dass sie halt hier ready zum Altern ist. Und dann können wir endlich mal wieder den Create-Theme benutzen in einem Video. Das ist sehr, sehr cool. Wo ist der Stuhl hin? Wie viel braucht denn der junge Mann hier noch? Ich würde, glaube ich, dann warten, bis er das noch erreicht, weil es ist ja wirklich nicht so viel. Ja, kriegen wir das schon hin, ne? Dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Du wirst jetzt schon ein Kind, aber wir stylen dich dann ja mit deinem Bruder um einfach. Du bist übrigens ein Insider. Und sozial. Allison ist schon duschen. Hier oben. Und beziehungsweise baden, aber ich finde duschen besser, deswegen. Dann können wir ihr das Bett schon mal zuweisen. Und danach futtert sie was. Und dann kann sie sich um ihre Fähigkeiten kümmern. Und wir werden uns um sozial kümmern bei ihr, weil sie ist sozial. Sie hat da schon viel Fähigkeit und so. Und dann ist das ja perfekt für uns. Ich denke, dass die Kinder die Sozialfähigkeit auch lernen können, wenn sie mit denen hier reden. Deswegen werden wir uns darum dann auch gleich einfach kümmern. Yay! Level 10 in Malerei. Dann haben wir die nächste Fähigkeit hier beendet. Das Kind hat Level 3 hier erreicht in Kommunikation. Okay, aber das ist zumindest schon mal Anfang. Das ist gut. Yeah, Eilish. You did it, girl. Dann puste die Kerzen aus. Und du holst dir was zu essen zum einen. Und zum anderen kümmerst du dich dann um deine Fähigkeit. Was hast du denn am höchsten Fitness eigentlich? Okay, dann kümmere dich um Fitness. Wir haben die Deko noch gar nicht abgenommen, deswegen machen wir das mal eben. So, und dann ist sie ready, um auszuziehen. Auch wenn ich sie eigentlich gar nicht gehen lassen will, weil sie so cool aussieht, aber egal. Es wird Zeit, dass sie geht. Und sie wird noch ein bisschen unberechenbar. Passt ein bisschen. Dann sind wir auch schon nur noch zu sechst, oder? Ja, zu sechst. Und dann können wir eigentlich schon wieder mit noch irgendeinem Typen irgendwas anfangen. Weil dann können wir ja auf jeden Fall Zwillinge bekommen. Und Zwillinge sind immer sehr, sehr angenehm. Trey ist ein Teenager. Aber ich glaube, es ist generell eingestellt, dass man mit Teenagern auch was haben kann, oder? Also, ich lade einfach mal einen Teenager ein. Und Also, man sollte das nicht tun, aber ja. Der hat bestimmt Bock auf sie. Der hasst mich ein bisschen, aber ist egal. Ich habe noch einiges zu Hause zu tun. Nee, Freundchen. Wir betören dich hier. Das ist wichtig. Oh, ich lieb's. Wir kriegen jetzt ja hier Punkte dafür, ne? Das wird richtig schnell gehen. Wir kriegen jedes Mal zwei, wenn wir eine romantische Interaktion ausführen. So, und jetzt knutscht euch. Ich möchte bitte nicht telefonieren, danke. Du kümmerst dich jetzt nicht ums Kind. Nein. Dann machen wir ein Baby im Whirlpool, würde ich mal behaupten. Das sieht ein bisschen illegal aus, aber das ist es auch eigentlich. Deswegen, oh, ja. Ich vergesse jedes Mal, dass das so aussieht. Hilfe. Er hat Level 3 erreicht, nice. Aber er ist so müde. Nein. Kannst du, was brauchst du denn noch? Fantasie. Komm, du kannst doch wohl noch mit dem Puppenhaus hier spielen. Let's go. Do it. Dann machen wir einen Schwangerschaftstest und gucken, ob das hier klappt. Jawohl. Es ist alles, es passt alles so, wie es soll. Er hat Level 3 erreicht. Ja. Dann kann er, nein. Dann kann er auch noch gealtert werden und dann können wir in den Creator Sim gehen. I love it. I love it very much. Es läuft gerade alles nach Plan, ausnahmsweise mal. So, bitte, bitte. Los geht's. Werde älter. Es ist wichtig im Leben. Und du bist
Kleptomanisch. Oh Manu. Und motorisch. Er hat auch Level 3 erreicht. Perfekt. Dann kann er auch pennen gehen. Oh, der Tag morgen wird perfekt, ey. Glaube ich. Also zumindest gefühlt. Ich gehe gleich in den Creative Sim. Ich wollte nur kurz noch den Tag hier beenden. Ich glaube, das mit den Babys altern schaffen wir heute nicht mehr. Aber egal, dann machen wir das halt nächstes Mal. Und dann halt quasi vielleicht direkt zum Anfang. Weil dann gäbe es schon wieder Create a Sim im Video. Wow, wir kriegen sie dahin, einen normalen Rhythmus dafür zu dingsen. Wie heißt das? Hebel. Nacht in der Stadt. Nice. Aber wir hatten jetzt ja quasi schon... Wir haben jetzt ja schon ein Kind-Dings, deswegen... Aber wir können mit... Nee. Er wird ja heute auch... Einsatzschüler wahrscheinlich. Dann kann sie ja vielleicht alleine unterwegs sein, einfach mal. Und nur damit ihr Dings hier hoch ist, damit wir hier vielleicht irgendwann ein neues Trade kaufen können. Wie lange ist noch Winter? Oh, unser ökologischer Fußabdruck sieht ganz schön gut aus mittlerweile. Okay, wir haben noch einen Tag Winter. Das ist gut, weil dann können wir uns bald wieder ums Fischen kümmern. Oh, es gibt eine neue Abstimmung. Nice, dann müssen wir uns darum auch kümmern. Und ihr seid natürlich alle fleißig in der Schule. Okay, bislang stimmen wir am meisten für Körper und geistige Bewegung. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist noch so, was ich so am ehesten hier... also was halt gut wäre für uns. Aber wie gesagt, das hier geht nicht und das geht erst recht nicht. Und das, damit kommen wir auch nicht klar. Weil wir vor allem ja auch nicht mehr techtelmechteln dürfen und so, wo ich mir denke so, no, das brauchen wir für unsere Challenge. Und dann würde ich sagen, wenn wir eh alleine zu Hause sind, können wir dann jetzt auch unterwegs sein und halt Nacht in der Stadt uns halt Essen holen. Wir gehen zu New Crest's McDonald's. Wir können ja auch eigentlich nur ein Wasser bestellen oder so, ne? Weil dann zählt das doch wahrscheinlich auch, hoffe ich mal. Weil sie hat ja auch gar keinen Hunger eigentlich, aber egal. Dann gönnt sie sich halt einen kostenlosen Orangensaft. Yeah, danke für den Orangensaft. Stell mal vor, ihr geht so zu McDonald's, weil ihr einen Orangensaft wollt. Weird, auf jeden Fall. Karamellriegel, Okay, wir haben einen Einserschüler und eine Zweierschülerin und das ist sehr, sehr gut. Das heißt, unser Großer zieht auch aus. Und auch dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Like always, dude. Und du bist richtig gemein. Dann wünsche ich dir doch nicht alles Gute zum Geburtstag. Wir sind hier nicht in einem Haushalt, wo Gemeinheit toleriert wird. Ich weiß nicht, was ich mit Gil sagen wollte. Ich bin verwirrt in meinem Leben, okay. Oh la la, wegen schwanger sein. Mut auf jeden Fall. Komm, wir spenden. Let's go. Wir können zwar keinen Ruhm bekommen, weil ich das ausgeschaltet habe, aber... warum nicht? Gut, und während er jetzt hier gerade noch sein Projekt beendet, würde ich sagen, beende ich den Part hier. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!